Die Balancierung läuft bei dieser Feldspritze über eine zentrale Drehachse. Die sieht man hier hinten, wo jetzt mein Zollstock hinzeigt. Bis hier vorne läuft er durch. Befestigt mit zwei Lagerungen und über diese Drehachse, also sagen wir ein Axialpendulum, dreht sich jetzt das Mittelstück. Und damit habe ich meine Hanganpassung. Hydraulisch machen wir das als folgt. Hier ist links und rechts jetzt ein Zylinder befestigt und eine zieht ein und der andere wird ausgefahren. Und damit kreiert er den Hangverstellung. Das Ganze muss auch mal gedämpft werden. Und dazu nutzen wir hier oben einen Dämpfer und einen Feder. Der Feder zieht, kann auch ein bisschen stauchen sogar in seiner niedrigsten Position. Der Dämpfer bremst der untergehende Bewegung, kontinu. Und damit dämpft oder bremst die Bewegung in horizontaler Richtung aus. Der Dämpfer ist enorm wichtig zu kontrollieren beim Anfang der Saison. Das ist wie ein Stoßdämpfer im Auto. Die muss man auch ständig bei der TÜV-Prüfung kontrollieren, ob er noch macht, was er damals machte beim Anfang. In der Dämpfer befindet sich Öl mit ein paar Blenden. Und wenn der Öl ganz kalt ist beim Anfang, dann bewegt der Dämpfer natürlich der Öl sich nicht so locker in den Dämpfer, dann im warmen Zustand. Und damit ist das Gestänge vielleicht übergedämpft oder untergedämpft und bewegt es sich zu frei oder zu schwierig. Wie man die Balancierung überprüfen kann, ist eigentlich kinderleicht. Man muss das Gestänge einfach an einer Seite runterdrücken und auspendeln lassen. Wir nennen das den sogenannten Push-Test. Wichtig ist, bevor man das macht, die Saftwelle soll an sein und Wasser soll zirkulieren. Anders beeinflusst das vielleicht auch das Verhalten von diesem Pendel. Ich drücke jetzt einfach das Gestänge runter zum Boden und lasse es von alleine wieder auspendeln. Und dann soll es in der gleichen Lage zurückkommen als am Anfang. Und wie ihr seht, bei diesem Gestänge ist das so in Ordnung. Wichtig ist, wie gesagt, sorg dafür, dass dein System aufgewärmt ist, sodass die Dämpfer nicht im kalten Zustand sind. Ein weiteres Element von der Dämpfung ist natürlich die symmetrische und asymmetrische Dämpfung von den Gestängehälften links und rechts. Das sieht man hier unten bewegen, hier oben mit dem Gummidämpfer und in diesem zentralen Dämpfer in der Mitte. Und damit unterscheiden wir die Dämpfung symmetrisch, also in einer Achse so, oder asymmetrisch, unabhängig voneinander. Weil da Gummidämpfer sind, können die natürlich auch im Laufe der Zeit verschleißen. Immer wichtig, die zu überprüfen, um zu gucken, ist das Gestänge schön stabil. Wenn da zu viel Spiel drauf ist, beeinflusst das enorm meine Querverteilung.